Wir schauen uns heute in EAFC 24 die neuen Playstyles oder auf Deutsch Spielstile an. Wir erklären dir, wie das System funktioniert, welche Playstyles sehr stark sind und wie du Spieler findest, die eben solche Playstyles haben. Los geht's! Wir starten erstmal mit einem kleinen Flashback zu FIFA 23. Dort gab es ja die Spielereigenschaften. Die haben wir und auch viele andere nie so ganz verstanden, da einige davon ja auch nur für die CPU waren und man nie wirklich wusste, wie sie den Spieler beeinflussen. So ganz neu sind die Playstyles in EAFC also nicht, aber halt stark überarbeitet. Ihr kennt ja sicher schon die neue Seite bei den Spielern, bei der insgesamt 32 Spielstile in den Kategorien Tore, Passen, Defensive, Ballkontrolle, Körperlich und Torhüterspiel gibt. Bei jedem Spielstil steht auch eine kleine Erklärung dabei, was der Spielstil bewirkt. Das ist auf jeden Fall auch schon mal sehr hilfreich. Unser Spieler hat beispielsweise den Technikspielstil Ballkontrolle. Das erkennst du eben daran, dass das Icon weiß und nicht ausgegraut ist. Dieser Spielstil lässt den Spieler schneller und präziser kontrolliert sprinten, also mit einer höheren Ballkontrolle, trotz mehr Tempo. Das kontrollierte Sprinten wird auch R1-Dribbling genannt, das hast du vielleicht schon mal gehört. Wir sehen bei dem Spieler aber auch, dass er einen anderen Playstyle in Gold hat. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten Playstyle Plus, also dass er diese Eigenschaft besonders gut kann. Hier siehst du jetzt mal die unterschiedliche Beschreibung bei dem Playstyle Akrobatisch beispielhaft. Diese goldenen Playstyle Plus Icons siehst du nicht nur auf der Seite Spielstile, sondern immer auch direkt bei der Karte selbst links am Rand. Wenn der Spieler im Spiel von diesem Playstyle profitiert, wird das Icon auch angezeigt. Okay, die Playstyles bestimmen neben den Werten also, wie sich ein Spieler spielen lässt. Die Frage ist, kann man diese Playstyles beeinflussen? Bisher leider kaum, bis auf eine Ausnahme und das sind die Evolutions. Hier gibt es einige Aufgaben, bei denen du einer Karte nicht nur bessere Werte geben kannst, sondern eben auch neue Playstyles. In diesem Beispiel hier bekommst du den Playstyle Unerbittlich. Dadurch wird die Ermüdung im Spiel verringert und die Erholung in der Halbzeitpause erhöht. Wenn ein Spieler den Playstyle übrigens normalerweise schon hat, wird daraus dann kein Playstyle Plus. Er bekommt diese Belohnung einfach nicht. Wie stark dieser Playstyle generell ist, können wir leider nicht ganz sagen. Welcher Playstyle aber wirklich stark sein soll, ist die bereits angesprochene Ballkontrolle. Besonders natürlich in der Playstyle Plus Variante. Schreib uns an der Stelle auch gerne mal in die Kommentare, welche Playstyles bei dir bisher stark waren und welche Auswirkungen du im Spiel gespürt hast. Wenn du diesen oder auch einen anderen Playstyle jetzt mal ausprobieren willst, musst du natürlich entsprechende Spieler finden, die diesen Playstyle auch haben. Über EAFC selbst geht das leider nicht. Du musst dafür die Seite Footbin öffnen und dort dann zu den Spielern gehen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Oben in der Leiste kannst du jetzt entweder nach dem normalen Playstyle oder auch nach dem Playstyle Plus filtern. Jetzt werden dir nur noch Karten mit diesem Spielstil angezeigt, die du dann auch noch unter anderem nach dem Preis sortieren oder nach weiteren Eigenschaften filtern kannst. So, das war's erstmal mit unserem Video. Wenn wir dir helfen konnten, like gerne das Video, um uns zu unterstützen. Falls du noch Fragen hast, stell diese gerne in den Kommentaren und wir versuchen da immer schnell zu helfen. Bis zum nächsten EAFC 24 Video.